Hallo Leute, er war gestern nach der Showdown-Serie noch auf der Suche nach Picaris. Und was er erstmal fand, war dieses Fluggerät. Das lag da mitten in der Wüste. Ich hatte gleich so einen komischen Verdacht, weil das kennen wir doch aus Red Dead Redemption 1. Und zwar ist das dieser Charles Kinnear und das steht auch auf dem Fluggerät jetzt hier drauf. Und das ist aus dieser Nebenmission Daedalus und Sohn. Da steht Charles Kinnear. Und in der Story ist das als Easter Egg erwähnt. Ich habe es in der Story nicht gesehen, aber jetzt hier online gestern in Chola Springs gefunden. Und ich war da schon oft in der Gegend, aber ich habe dieses Fluggerät, also dieser Flugdrachen, den habe ich da noch nicht gesehen. Hab dann mal ein bisschen gegoogelt über den Charles Kinnear. Der steht ja in der Red Dead Redemption Wiki mit drin. Und hier seht ihr die Location, wo dieses Easter Egg Fluggerät zu finden ist. Eventuell habt ihr auch so viel Glück. Und er hatte gestern noch mehr erlebt. Das ist auch dort in der Nähe. Dort sind die Pferde wieder im Sand versunken und er hat sein Glück versucht, das Pferd zu retten. Der Reiter macht sich davon, lässt sein Pferd im Stich und er versucht halt hier sein Glück. Schaut es euch an. Ich wünsche euch noch viel Spaß. Ciao. I travel alone. Beat it.